Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur November-Sendung der Montagskultur unterwegs. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind, zumal wir heute unsere 30. Sendung gemeinsam hier fahren. Und ich freue mich sehr, dass so unsere Dauerkritiker-Gäste Reinhard Wengierek und Arno Lücker bei uns sind. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Thomas Ostermeier da ist, der künstlerische Leiter der Berliner Schaubühne. Und ich denke, wir werden unseren heutigen Abend ein wenig auch mit kulturpolitischen Themen behandeln, weil wir einfach mitten in den Koalitionsverhandlungen sind von Rot-Rot-Grün. Jetzt über die Ergebnisse zur Kultur hören wir noch nicht so viel. Aber es geht natürlich um Geld, es geht aber auch in diesen Zeiten extrem um Personal. Und wir sprechen heute in Verbindung mit den Premierenbesprechungen eben auch über Personalentscheidungen, die in der Vergangenheit gefallen sind, vor der Wahl. Und wir fragen uns, ob sie revidiert werden oder weiterlaufen und so weiter. Ja, also Herr Ostermeier, gerade hat der Senat die Zahlen vom ersten Halbjahr 2016 veröffentlicht und eine Schaubühne weit vorne in den Sprechtheatern mit 93% Ausleistung. Wer könnte jetzt sagen, wie schaffen Sie das? Ja, ich habe jetzt nur ein bisschen gestutzt gerade, weil mir wurde gar nicht gesagt, dass ich hier über kulturpolitische Entscheidungen reden soll. Das ist ein bisschen eine Falle hier. Nein. Weil ich versuche mich doch da immer vornehm zurückzuhalten. Wie wir das schaffen, weiß ich auch nicht. Wir haben uns relativ wenig darum gekümmert, oder das versuche ich auch immer Leuten zu sagen, die mich fragen, wie das überhaupt geht, das machen, was man machen will, mit den Regisseuren, an die man glaubt, mit den Stoffen, an die man glaubt. Und nicht so sehr darauf schielen, was gehen könnte. Und vor allen Dingen und besonders, wir machen Ensembletheater, wir machen Schauspielertheater. Und die Leute, die bei uns auf der Bühne stehen, sind alle fest im Ensemble. Und vielleicht spürt man das, dass das doch noch sowas ist wie ein Team. Und dass die zusammenhalten und dass die, glaube ich, auch ein bisschen bisschen stolz drauf sind, in dem Ensemble mit den Leuten gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Vielleicht versendet sich das in den Zuschauerraum, vielleicht spricht sich das rum. Ja, unaufgeregt ist vielleicht genau das Richtige. Also vielleicht werden über die anderen Häuser mehr gesprochen, aber über Sie und Ihre Arbeit, Sie halten sich ja auch oft zurück, komischerweise. Man wundert sich immer und auch wir hier, also wir beide beispielsweise, sprechen oder sprachen auch ja in der Vergangenheit selten oder nie miteinander und das lief alles wunderbar. Also gerade. Ja, ich halte mich in der Tat zurück. Es gab mal eine Zeit, da habe ich mich nicht so zurückgehalten und vielleicht hängt das zusammen, dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, ach, wenn man dann auch wirklich für jede Äußerung geprüft wird, ob das denn stimmt. Und noch viel schlimmer, wenn man den Mund zu voll nimmt und es dann nicht erfüllt, was man angekündigt hat. Und dann haben wir irgendwann es mit Reinhard Götz gehalten, der ja so schön auf seinem Buchrücken mal geschrieben hat. Ich glaube, es war irre. Don't cry, work. Also wir versuchen ja nicht so viel zu lamentieren und Theater zu machen. Über die künstlerische Perspektive der Schaubühne werden wir gleich reden. Jetzt kommen wir sofort zur ersten Premierenbesprechung. Und wir waren einmal wieder in der komischen Oper, Il Barbiere de Siviglia, naja, Rossini-Musik, Mainstream, die Inszenierung und Ausstattung Kirill Serebrennikov. Und die Premiere war am 9. Oktober. Und ehe Herr Lücker darüber spricht, einen kleinen Einspieler aus der komischen Oper, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Thank you.
Lücke, wie hat sie gefallen? Erzählen Sie. Ich soll mich doch einmischen. Ne? Gleich. Das ist ein Freund von mir, deswegen Vorsicht, was Sie sagen. Der ist Serebrennikow? Ja. Also erstmal. Keine Angst. Also kurz zur Story des Ganzen, jetzt noch nicht auf die Inszenierung bezogen. Die Handlung ist ja so eine Art Prequel eigentlich, also nach Beaumarchais von Cesare Sterbini, dann adaptiert, ein Prequel von Mozarts Hochzeit des Figaros. Also fragt sozusagen, was ist denn, wie sind denn Gräfin und Graf Almaviva eigentlich zusammengekommen? Und Graf Almaviva ist im Barbier von Seville, dann von Rossini, in Rosina verliebt. Er gibt sich ihr allerdings als Lindoro aus, damit sie nicht von seinem Reichtum bezürzt ist, sondern wirklich ihn meint. Blöderweise ist diese Rosina aber ja wie gefangen als Mündel von ihrem Vormund Dr. Bartolo, also in seinem Haus sozusagen gefangen. Und ja, der Friseur Figaro berät Almaviva bzw. Lindoro, wie er an diese Rosina herankommt. Und da hat er verschiedene Taktiken parat, verkleidet sich, um erstmal in das Haus von Dr. Bartolo zu gelangen. So, das ist so das Setting der Handlung, man will ja nicht spoilern. Jetzt mal, wie das Regisseur Kirill Serebrennikow uns erzählt. Also das Orchester sitzt, man kommt rein, das Orchester sitzt bereits auf der Bühne in Alltagsklamotten, also nichts mit Frack. Man sieht einige Posaunisten noch mit ihrem Smartphone herumspielen. Wir hatten das kurz vor der Sendung hier als Thema in der Runde, dass die Smartphones irgendwie unser Leben doch, unser Privatleben ganz schön beeinflussen. Das ist ja ein totaler Allgemeinplatz, es ist halt so. Und also ich habe erst ein bisschen gestöhnt und dachte mir, ach so, Orchester sitzt schon da und spielt mit seinen iPhones so, ja, habe ich auch schon mal gesehen und da kam nichts Gutes bei raus damals. Die Oper beginnt also schon beim Einlass und man sieht Lindoro und Fiorello, sozusagen sein Buddy, sagen wir mal, und die machen Selfies von sich, bitten den Dirigenten während der Ouvertüre auch mal ein bisschen schneller zu dirigieren. Und ja, das alles hat mit unserer heutigen Zeit irgendwie schon zu tun, weil so eine Ouvertüre von Rossini wird also jungen Leuten offenbar schon ein bisschen zu lang und die touchen dann wirklich den Dirigenten an und sagen, mach ein bisschen schneller. Und diese Ouvertüre wird ja auch sinnigerweise immer schneller, was bei Rossini ja eigentlich jedes Mal passiert. Dann beginnt die eigentliche Oper. Man sieht die Facebook-Pinnwände von Lindoro und seine angebetene Rosina, also groß appliziert auf Flächen. Und es ist klar, Rosina meldet sich gerade nicht, ist offline. Ja? Und Lindoro gefällt das natürlich gar nicht. Die ersten Minuten werden also von diesen Chatverläufen der beiden gezeigt, durch Projektion auf weiße Fläche ins Große gezogen. Dann verschwindet das aber auch bald und es kommt wirklich eine Handlung zustande. Figaro tritt auf mit dieser berühmten Arie, ganz hinten aus dem ersten Rang kommt, dann von Kameras verfolgt, wird wieder alles nach vorne projiziert und ja, ist so ein polternder, leicht tuckiger Hipster mit so großen Ohrringen und bringt eine riesen Show da erstmal hin auf die Bühne. In meiner Vorstellung, ich war in der sechsten Vorstellung, ich konnte bei der Premiere nicht, war es übrigens da nicht mehr Dominik Königer, sondern der hauseigene Günther Papendell, der ja auch immer so sehr präsent spielt. Und bei der Vorstellung, die ich gesehen habe, hat auch nicht an Manacorda dirigiert, sondern Maurizio Barbaccini, sei mal dazu gesagt. Und auch die
Rosina wurde nicht von Nicole Chevalier in meiner Vorstellung gesungen, sondern von Carolina Gomos. Wir können also Ihnen gleich, wenn die Kritik von den anderen Damen und Herren hier kommt, dann sozusagen das volle Paket bieten. Also ich habe sogar die Zweitbesetzung gesehen. Ja? Also von Figaro animiert und gefilmt singt Lindoro erstmal seine Schmachtarie, Se il mio nome, mit E-Gitarrenbegleitung, haben wir im Trailer schon gesehen. Das Ganze schickt er dann ja, über den Computer zu Rosina. Und das, also da hatte der Regisseur mich sofort gecatcht, denn der türkische Lindoro, der Tansel Akçaybek, singt diese Arie mit seiner Musical-Stimme, grinst dabei charmant in die Kamera, als wenn er sich ein Recall bei Deutschland sucht den Superstar erhofft. Das Ganze wird dann abgeschickt und plötzlich merkt man, dass das nicht nur alles Gag, diese neuen Medien, die da verarbeitet werden, sondern das hat total Sinn. Vor allem dann, als Lindoro, um in das Haus von diesem Bartolo, wo seine Rosina eben gefangen gehalten wird, Einlass begehrt, verkleidet er sich auf Anraten von Figaro als Soldat. Da wird halt erstmal die Google-Bildersuche bemüht. Die googeln Soldat oder Soldiers oder Soldate auf Italienisch. Und die meisten Soldaten, ne, wir kennen das selber, wenn wir irgendwas bei Google-Bildersuche eingeben, ne, es gibt immer so eine so quantitative Gewichtung. Die meisten Soldaten, die da eben natürlich gefaked von der Dramaturgie abgebildet werden, sind so, ja, so Salafisten, ne, also mit Bart und so einem Tuch und so einem Käppi und so. Und so verkleidet er sich dann auch und tritt auf. Und das Ganze wird sozusagen erklärt, warum er denn sozusagen als ja, Pseudo-Salafist dann in das Haus von Bartolo gerät. Man ist die ganze Zeit herrlich überfordert, bekommt die Geschichte aber völlig logisch serviert. Und es ist von einer Schlüssigkeit, die ich so eigentlich noch nicht gesehen habe, also von einer Witzigkeit und Schlüssigkeit, denn egal was passiert, und in Opernhandlung, ganz ehrlich, seien wir mal ehrlich, da sind auch schon viele Schauspielregisseure dran gescheitert, die dann zum ersten Mal irgendwann Oper machen, da passieren halt Sachen, die irgendwie gar nicht motiviert sind. Also da passieren einfach komische Sachen, wo man sich denkt, ach so, jetzt kommt noch diese Arie, wo sich alle mal fragen, warum singt die eigentlich diese Arie, oder streichen wir die mal besser? Und nee, die ist bekannt, die können wir nicht streichen, so, ja. Und der Regisseur erklärt einem alles, aber jetzt undogmatisch. Also nicht so, dass man sich da irgendwie belehrt fühlt oder so. Und es gibt wunderbare Momente auch der Sinnlosigkeit. Zum Beispiel am Ende des ersten Aktes, da kommen ja dann Polizisten in das Haus von Bartolo, weil dieser Soldat da eben sozusagen so ein bisschen Zoff macht. Und alles gerät so in so einen Wahnsinn. Und dann treten völlig sinnlos dekorierte Choristen auf und machen so Schabernack mit Totenmasken. Ich las das nur in einer Kritik, dass da irgendein Kollege dran Anstoß genommen hatte. Was sollte das denn jetzt bedeuten? Ja, aber das war eben dann auch durchaus mal sozusagen ästhetisierte Sinnlosigkeit, was man in der Oper eben auch mal braucht. Ja? Beziehungsweise, ich habe mich das auch gefragt, dann habe ich gesagt, das ist Quatsch. Aber eigentlich sinnlos war es ja auch nicht. Ne? In dieser letzten Arie ist ein riesen Ensemble-Ding, wo sich bei Rossini so alles so crescendo-mäßig anstaut. Da gerät halt alles aus den Fugen. Und da darf halt auch ein bisschen Schabernack gemacht werden, der eben nicht erklärt wird. Und ganz ehrlich, ich habe auch zu meiner Begleitung gesagt, ich habe vielleicht noch nie so eine witzige und schlüssige Operninszenierung überhaupt gesehen. Ich bin total begeistert und hoffe, dass dieser Regisseur jetzt also ganz viel in Berlin macht, vor allem an der komischen Oper, das passt total gut. Und man muss auch noch sagen, dass dieser Serebrennikov bisher wirklich nur so ganz dunkle Sachen gemacht hat, so Salome, also alles so blutüberströmte Sachen, habe ich leider nicht gesehen, aber war auch die Inszenierung des Jahres am Opernhaus Stuttgart. Lulu hat er ja gemacht. Auch so ein hochdramatischer Stoff. Genau, American Lulu, diese Olga Neuwirth-Adaption, genau. Habe ich damals nicht gesehen, muss aber auch eine super Sache gewesen sein. Und jetzt eben erstmals ein lustiger Stoff und dann gleich mit so viel Werf schön herrlich an die Wand gefahren, also im positiven Sinne. Ich war extrem begeistert. Ich würde gerne noch mal reingehen. Ich hoffe, dass ich da noch mal eine Pressekarte bekomme, sonst zahle ich nochmal. Bei uns gibt es die Karten preiswert, das ja, werden Sie schaffen. Frau Aber ich, es ist mir selten vorgekommen, dass ich nicht unterbrochen habe bei so einem langen Beitrag, der eigentlich für eine Fernsehsendung nicht geht. Aber ich muss sagen, das tut mir leid. Nein, ich habe an Ihren Lippen gehangen, okay. Weil ich absolut d'accord bin. Und ich habe mir als ersten Satz die Plattitüde aufgeschrieben gehabt, wieder einmal ist der komischen Oper ein ganz großer Wurf gelungen. Und mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Und einen Satz vielleicht noch zu dem wunderbaren Antonello Manacorda, der dirigiert hat an dem Abend. Ganz toll. Also ich bin ja nun kein Musik
Kenner, aber es war wunderschön. Und ich habe gelesen, dass er der letzte übrig gebliebene Kandidat ist. Er ist jetzt in Potsdam, Kandidat ist für die Nachfolge von Herrn Nanaji, der ja aufhören wird. Und noch hat das Orchester der Komischen Oper keinen neuen Chefdirigenten. Also ich weiß nicht, ob er das alles machen kann, was die Komische Oper ja an breitem Repertoire hat. Aber ich muss sagen, also wenn das kein, wie sagt man, etwas war, was er abgeliefert hat, was überzeugend war, dann weiß ich es nicht. Ja. Also in der Welt stand jetzt wohl, dass das Orchester der Komischen Oper sich leider gegen Manacorde ausgesprochen hätte. Ich weiß nicht, was daran ist, aber Ihr Kollege Bruck hat das geschrieben. Das Orchester hat den abgelehnt. Ich war ganz entsetzt, vor allem wenn Sie Repertoire sagen. Man kann natürlich jetzt viel mehr, denn es wird in Berlin viel zu wenig lustiges italienische, also Opera Buffa, italienische Opera Buffa gespielt. Das kann Manacorde als Italiener natürlich super, aber er hat auch wahnsinnig viel zeitgenössische Sachen gemacht, die ja auch durchaus an der Komischen Oper immer mal am Start sind. Er wäre der ideale Mann. Ich habe ihn mal kennengelernt, ist auch ein total toller Typ, ja. Überhaupt keine Diva, sondern ein ganz feiner, witziger Mensch. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Also ich hoffe, dass der noch im Rennen bei der Komischen Oper bleibt. Denn er ist jetzt in Potsdam, hat da super Arbeit geleistet, nimmt gefühlt alle 2 Monate eine neue CD auf, die dann gut besprochen wird. Also ich hoffe, dass der zurückkommt, ganz ehrlich. Tja, das sind die seltsamen Geschichten der Orchester, die immer ihr eigenes Köpfchen haben. Ach ja, also ihr seid ja nur alle hin und weg. Also ich war vielleicht ein bisschen hin und weg und so. Also ganz so irre aufregend fand ich die ganze Veranstaltung nur auch wieder nicht. Erstens mal eins ist unbestritten, der russische Regisseur ist natürlich ein hochbegabter Hund. Das sieht man eigentlich sofort. Er hat einen riesen Fundus von Einfällen. Und die schmeißt er alle in das Ding rein. Aber jetzt. Aber passend, nicht einfach. Ja, manchmal passt es auch nicht. Ja. Also manchmal ist es einfach ein bisschen formalistische Art, oder einfach ein bisschen selbstverliebt in die Internetschose. Er macht diese Verwechslung. Das ist ein völlig absurdes Ding, diese Oper. Ne? Da alles verwechselt sich und versteckt sich und belügt sich und bescheißt sich und geht rüber und nüber raus und rein, Türen auf und zu und so. So eine Sache ist das ja, so eine Chose. Ne? So eine, und großes Unterhaltungstheater ist das im Grunde genommen. Ne? Bei Mozart, beim Figaro, wo der 30 Jahre vorher war, hatte das noch eine ganz andere Dimension, die wir hier nicht erörtern wollen. Eine tiefen menschliche, die bei dem Rossini nicht so drin ist. Da geht es mehr um den Oberflächen-Halali. Das bedient, und er steckt, der Regisseur, das ganze Ding als Internet-Story. Macht das mit dem Internet. Das ging mal mit dem Internet ein bisschen auf den Keks, ob man da nur immer da auf der Leinwand nur noch einmal das alles sehen muss, da, was man sonst auf dem Display hat. Ja, also, es hält sich im Rahmen. Es nervt, hat mich dann noch ein bisschen genervt. Nur macht mal weiter hier und macht nicht so viel mit den Bildchen. Das verschwand aber recht schnell. Ja, aber es ist aber auch nicht so, dass ich nur in die Knie gesagt, so ein Schwachsinn. Das ist es nun wahrlich auch nicht gewesen. Aber es ist, man freut sich an dem, wie man so schön sagt, Feuerwerk der Einfälle. Also da zischt eine Rakete nach der anderen und gegenseitig löschen sich vielleicht auch mal aus momentanerweise. Und das, was Sie sagten mit dem Absurden, das ist natürlich eine feine Sache. Die ganze Oper ist ja am Rande des Wahnsinns oder spielt zu größten Teilen in Absurdistan. Aber das drückt sich wunderbar das kommt natürlich in dieser, aus. Kommt da schon rüber, diese Sache so. Unterhaltungswert ganz groß, das Publikum hat sich amüsiert wie Bolle. Und das ist ja schon mal was, würde ich sagen. Und er wirft natürlich hier mit Speck nach den Mäusen oder wie das heißen will. Und warum auch nicht? Gut, also ich denke, wir beiden sind uns auf jeden Fall einig. Wir haben ja auch meistens recht, muss man ja sagen. Herr Vergira hat ja immer so eine verquere Meinung. Wir finden es toll, wir empfehlen hingehen. Ich denke, das können wir uneingeschränkt machen. Und 26.11., 4.12., 16.12. und 26.12. sind die Termine in diesem Jahr. Also das auf jeden Fall Tipp. Komische Oper, Barbier von Sevilla. So, zweite Premierenbesprechung ist im Bereich Sprechtheater und deutsches Theater. Und wir haben uns Goethe vorgenommen, Iphigenia auf Tauris. Und die Regie dieser Inszenierung hatte Ivan Panteleev, der Bulgare ist. Und die Premiere war am 14. Oktober und wir freuen uns, dass wir auch dazu einen kleinen Ausschnitt haben. Sie rissen mit der Mutter mich ins Lager. Sie schleppten mich vor den Altar.
und weihten der Göttin dieses Haupt. Sie war versöhnt. Sie wollte nicht mehr Blut. Und hüllte rettend in eine Wolke mich. Ich bin ein Mensch! Besser ist es, wir enden. In mich, dass ich mich fügen soll. Und hier danke ich den Göttern, dass sie mir die Festigkeit gegeben, dieses Bündnis nicht einzugehen. Es spricht kein Gott, es spricht dein eigenes Herz. Ja, Kathleen Morgeneier ist die Iphigenie. Ich sage das gleich am Anfang, weil ich denke, sie trägt diesen ganzen Abend. Und ich muss es einfach betonen, sie ist nicht pathetisch, sondern sehr differenziert in ihrer Sprache, sehr modern, wie ich finde. Wer den Iphigenie-Stoff noch nicht kennt, hier, denke ich, erfährt der Zuschauer in einer absoluten Dichte die Bedrängtheiten dieser jungen Frau. Und ich denke, sie schwankt wirklich extrem in ihrem Inneren zwischen dem Dank oder, ja, dem Dank, kann man vielleicht sagen, an die ja eigentlich barbarischen Taurer, denen sie ihr Überleben verdankt und ihre Rettung und ihrer Sehnsucht nach ihrem Herkunftsland, nach Griechenland. Und dieses ist ein ganz modernes Thema, wie wir natürlich alle wissen, ein Konflikt zwischen Sicherheit und Heimweh. Und das kommt in den Ausführungen Iphigenies aus meiner Sicht hervorragend zum Ausdruck. Ich weiß, dass wir uns gleich streiten werden, aber ich aus meiner Sicht muss sagen, diese Thematik des Sippenfluchs, der ja da ist in dem Tantaliden-Geschlecht, man hat sich über Generationen sozusagen selbst wechselseitig umgebracht, dieses will ja Iphigenie beenden, rausbrechen und diesen Fluch zu Ende bringen. Und ich denke, dass man am Ende sieht, dass die Vernunft über dieses Barbarische gewinnt. Sie haben es ja selbst gesehen, wir haben hier einen sehr existenzialistischen Bühnenraum, eine schwarze Bühne, in der so eine Empore oder ein Gerüst, wie auch immer man das nennt, eingebaut ist. Und die Schauspieler streichen zur Bachschen Musik am Anfang diesen Raum weiß. Aber man sieht, sie kommen nicht bis zum Ende. Das heißt, es ist eine Art Sisyphus-Arbeit, sich tatsächlich immer zu bemühen und dann mehr als die Hälfte eben dann doch nicht zu schaffen. In den Kritiken war zum Teil ja auch zu lesen, Panteleev hätte das Ganze gar nicht inszeniert. Es sei ein reines minimalistisches Stück. Aber ich denke, der Minimalismus ist wirklich Methode, weil dieser Goethe-Stoff braucht meines Erachtens Verstehbarkeit. Und ich finde, dass man sagt, es ist ein Hörstück oder eine Art Hörstück, ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal in diesem Falle. Und ich habe mir überlegt und ich konnte mich erinnern an eine Iphigenie lange vor ihrer Zeit an der Schaubühne mit Angela Winkler als Iphigenie, die ich noch sehr präsent hatte. Dennoch muss ich sagen, so klar wie jetzt ist dieser Stoff mir noch nie geworden an diesem Abend. Allerdings muss ich sagen, es war an einem Freitagabend und ein Freitagabend ist normalerweise für Leute wie ich, die so viel berufstätig sind, so ein Stoff eigentlich schwer zu verkraften und die Präsentationsweise und so. Aber wenn man ausgeruht ist, und das ist mein Rat an die Besucher, wirklich zu sagen, ja, geht dahin mit voller Aufmerksamkeit und auf ausgeruht, dann ist es einfach ein großartiger Abend. Also spätestens danach ist man dann müde und nicht mehr ausgeruht. Nein, mit einer wirklich großen Differenziertheit im Kleinen. Und ich finde auch die anderen Schauspieler, Oliver Stokowski als Thoas, Orest, Boris Grove, sein Kumpel Pylades, Kamil Jamal und auch die wunderbare Thoas Vertraute Arkas, hier gespielt von Barbara Schnitzler. Tolle Besetzung, ganz tolle Besetzung. Und ich muss sagen, mehr braucht es nicht.
einmal für so einen Abend und diesen Iphigenie-Stoff, finde ich. Und man muss ja auch mal sagen, wer kann heute noch davon ausgehen, wenn er das erste Mal sieht, dass er weiß, was sich in der Iphigenie abspielt, in dem Stoff. Oder, ja, und das wissen eben viele nicht. Und ich finde diesen Abend gelungen. Und ich weiß, dass die Kritiken extrem auseinandergegangen sind. Und ausnahmsweise stehe ich an Seiten von Leuten, mit denen ich sonst nicht so d'accord bin. Aber ich finde es einen wirklich großartigen Abend. Natürlich ein Problem, wenn Sie sagen, ich gehe ins Theater und man muss sozusagen im Minimalismus mir das erklären. Also da kann man ja das Theater abschaffen, da stellt man einen Tisch hin und da reden die Leute ihre Stücke runter. Und dann war es ja das. Kein Theatermuseum, sondern... Es war kein Museum, aber es war im Grunde genommen eine Textablassveranstaltung. Und wenn Sie sagen, hier, dass die Figuren da versucht haben, psychologische Deutung zu bringen. Das war ja nun wahrscheinlich die Absicht des Regisseurs, das hier möglichst zu vermeiden, aber es geht eben nicht ganz ohne. In der Sprache schon. Weil die Verse eben, wenn ein Mensch das spricht, eben immer irgendwelche psychologische Sachen. Man kann jetzt nicht ganz, da müsste man es eine Maschine reden lassen oder wie auch immer. Nee, das wollte er, glaube ich, nicht. Er wollte das nicht. Er wollte den Text hinstellen und jetzt kommt ja noch die Sache mit der Farbe, die ja erstmal eigentlich ganz originell ist. Dass dieser Bühnenrahmen ist also ganz vor an die Rampe geschoben. Es ist ein Rahmen und ein Riesenaltar, so ein monumentalisches, schwarzer Rahmen für das Ganze, wenn man so will. Und die versuchen, den Weiß anzustreichen, schaffen es nicht, weil, das ist natürlich klar, die Verbesserung des Menschengeschlechtes, um die es im Wesentlichen geht, das sind große, allgemeine, humanistische Anliegen. Es muss endlich Schluss sein mit dem Auge und Auge, Zahn und Zahn. Darum geht das ganze Stück. Und zum Schluss stehen Sie also im Schluss. Bei Goethe ist das eine Utopie. Er spielt es ja. Hier klappt es ja. Genau. Hier geht es auf. Das will die Inszenierung, aber das verweigert ihn. Die will das anders sehen. Die vernichtet praktisch den Autor insofern, indem sie dann kommt die Farbe nochmal zum Schluss ins Spiel, indem sich alle die Farbtöpfe ins Gesicht schmeißen und als verklebte Figuren, Clowns oder hilflose Gestalten. Also das Ergebnis ist, Kinder, das wird nichts mit den besseren Menschen. Ich meine, das sagen wir heute, oder das hat wahrscheinlich auch Goethe, hat das auch schon so gesehen, wenn man mal so sagt. Also der war ja nun nicht ein naiver Weltverbesserer, aber er wollte eben einfach mal als preziöses Gedankenspiel die Utopie eines Humanismus, der klappt, da klappt der Humanismus so in dem allgemein. Stück. Und das verweigert diese Inszenierung. Mich hat das dann ein bisschen gelangweilt, weil man, ich sage, also um das Stück nur in seiner Schönheit der Verse, dann kann ich mir eine Schallplatte auflegen. Da muss ich also nun nicht ins Theater gehen eigentlich. Gut, man kann, es ist ein schönes Hörtheater, ja, es ist eigentlich von schönen Stimmen, schönen Menschen vorgetragen, ein bisschen stur, immer an der Rampe, immer runter, okay, ja. Es gibt ja keine Interaktion, nichts, es ist eigentlich... Es gibt gar nichts. So wie wir hier sitzen, könnten wir jetzt das machen. Jeder könnte es ablesen. Genau. Das ist eben fragwürdig. Also ich finde das nicht so umwerfend. Ich kann Sie beide irgendwie verstehen. Also ich hab mich großartig gelangweilt, aber das ist auch einfach mein ADHS. Das ist einfach, da kommt man nicht von weg. Aber es ist eine Art Reklamlesung, also Reklamheftlesung wie in der Schule, halt nur ohne Reklamheft. Aber gleichzeitig ist es auch von einer durchaus beeindruckenden Klassizität, weil dieser Text sehr wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in den Vordergrund gestellt wird. Es wird ja nicht mit der Tiefe der Bühne gespielt. Es gibt halt diesen Kasten vor der Bühne sozusagen. Das hat natürlich was, nur auf Text, also wie auf Lesetheater. Genau, das hat natürlich eine gewisse Größe, weil dieser Goethe-Text halt so groß ist und so bedeutungsschwanger, möchte man eigentlich sagen. Und es ist bestimmt auch nicht einfach zu inszenieren. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann in den 90er Jahren, ich glaube, wir mussten dahin mit der Schule irgendwie an der Landesbühne Hannover, da wurde dieses Stück gespielt und ich weiß noch, dass ich das ganz furchtbar langweilig fand, aber dieser Text ist halt nun mal, also da ist jeder Satz in Stein gemeißelt, das ist jeder Text zitatreif so, ja, und wie man das dann jetzt noch spielen soll, also... So.
Ja. Als Lehrstück der Emanzipation oder der Vernunft oder und ich finde es das ist das Lehrstück wird ja das findet die find, die wird ja dann wieder ja, zerrissen trotzdem. Das Stück wird ja dann eigentlich spätestens am Schluss zerrissen, es gilt nicht, es war alles bla bla bla, Quatsch, gibt's nicht. Dieser Text ist halt, wie gesagt, komisch, sehr sehr gekünstelt, sehr kunstvoll. Aber ich meine, ich hätte schon gerne, dass mir das jemand erklärt. So. Ich meine, es wird ja ganz viel nur darüber lamentiert, dass der von dem abstammt und der hat den gegessen und er meuchelt und diese Iphigenie, die ganz großartig da auch gespielt wird, will da irgendwie raus, will aus diesem System ausbrechen. Aber also ich fand es halt von einer erschreckenden Kälte, das Ganze auch. Ja gut, es ist natürlich auch so, wenn Menschen und Götter sich da irgendwie da die Hand geben oder die Kante oder das Messer in den Rücken jagen oder so. Aber es sind halt auch alles nur so Behauptungen. Haben Sie die Iphigenie sich schon mal vorgenommen, Herr Ostermeier? Genau, machen Sie die doch. Würden Sie das mal wollen? Nee, ich bin nicht so auf Goethe und Schiller und so. Es ist mir alles ein bisschen zu von Idealen getragen. Ja, das ist das Problem des Ganzen. Deshalb haben Sie Schiss davor. Also ich verstehe das auch. Ich würde es auch nicht unbedingt machen. Was es gibt natürlich andererseits Interpretationen. So ist es ja nur auch ganz eben doch nicht. Erstens mal, die Sache mit der weißen Farbe ist ein großer Statement. Kommentar. Ja, genau. Ein böser Kommentar. Ja. Ne? Goethe ist scheiße, eigentlich sagt er. Nein. Natürlich sagt er, das ganze Gequatsche und die Humanität ist Kiki. Nein. Wir stehen am Ende da, wie am Anfang. Hier und jetzt natürlich und ist das, er vernichtet Krieg das ist Stück. Immer, ist doch ganz logisch, warum denn noch nicht? Gut, er kann es ja machen, steht ihm doch frei. Also so, wir brechen und das dann, jetzt hier ab. Nein, es kommt noch eine interessante Sache. Seltsamerweise hat diese Iphigenie doch eine gewisse Behandlung. Nämlich erst ist sie sozusagen das Leiden der Schafhaschel. In dem Leiden Jesu-Ton. Und dann auf einmal macht es Klick zum Schluss und wie sie den Thor, also den Chef sozusagen rumgekriegt hat. Völlig gelassen. Dann wird sie eine freche Käse Göre, sitzt im Miniröckchen. Ja, aber das ist nicht vorbereitet. Das ist Besetzung. Und da ist sie genauso frech und so unverschämt und so bösartig in gewisser Weise auch, wie alle anderen. Genau. So alles zynisch. Eine Scheiße. Zynismus pur. Nichts geht mehr. Peng, ein Endspiel im Grunde genommen. Okay, wir lassen das so stehen. Streiten Sie euch ja richtig. Ja, ist ja toll. Ja, klar. Also, ja, man muss da mal hier sich aufregen. Ich finde es absolut sehenswert. Vielleicht würden die beiden Herren sagen, diskussionswürdig. Auf jeden Fall im November. Wer sich gepflegt langweilen will, kann er hingehen. Nein. Am 8., 17., 21., 24. November noch zu sehen und auch im Dezember wieder auf dem Spielplan im Deutschen Theater. So. Premierenbesprechung von der Presse in aufgegriffen in vielfältiger Hinsicht. Der Nussknacker, Tschaikowskis Nussknacker in der Choreografie von Nacho Duarto am Staatsballett Berlin. Die Premiere war am 7. Oktober und das schauen wir uns jetzt mal an. Thank you.
Gierek. Auf der großen Bühne der Deutschen Oper konnten wir diese Nussknacker-Choreografie sehen. Wie hat sie gefallen? Na, was soll man da sagen? Hübsche Ornamente erstmal. Also ich war zur zweiten Vorstellung und die Bude war rammelvoll und viel junges Publikum, viel russisch sprechendes Publikum, das muss ich erstmal dazu sagen. Den Aufriss zur Premiere habe ich also nicht erlebt, wo also der anwesende Kultursenator und regierende Bürgermeister ausgebuht wurde und Herr Duato einen läppischen Begrüßungssatz hinstummelte, stammelte. Also das muss alles eine etwas peinliche Veranstaltung gewesen sein. Dieses Vorspiel, aber es hat natürlich einen Hintergrund, nämlich die Berufung von Sascha Waltz und ihrem Kollegen, jetzt habe ich den Namen nicht parat, Oehmann als neue Staatsballettleitung. Denn eine neue Stabsleitung des Staatsballetts Berlin ist wahrscheinlich angebracht, denn die bisherigen Publikumserfolge halten sich eher im Rahmen und vor allen Dingen die Neuproduktion auch. Und, aber die Sache ist die, wenn man das... Wir haben gehört, in der Komischen Oper hat das Orchester einen offensichtlich wahrscheinlich tollen Dirigenten abgeschmettert. Hier hat man das Staatsballett wahrscheinlich überhaupt nicht informiert, dass da hinter den Kulissen mit Sascha Waltz und ihrem Kollegen verhandelt wurde. Und der wurde dann dem Ensemble präsentiert. Und da sind die natürlich aus dem Ballettschläppchen gefallen. All die, weil sie der Meinung sind, und das ist ja nicht ganz zu Unrecht, dass die Sascha Waltz für eine andere Art, für das Tanztheater steht und nicht für das klassische Ballett. Deshalb waren dann auch Demonstrationen, wie ich hörte, vor den Toren kein No-Tanztheater, kein Tanztheater, was natürlich dümmlich ist. Das Tanztheater ist natürlich auch was ganz Tolles. Und das Ballett ist auch was ganz Tolles und alles ist für Geschmäcker. Also meine Welt ist das Ballett nicht so sehr, das muss ich ehrlich sagen, sondern ich könnte mich mit dem Tanztheater und kann mich da auch und für gewisse Produktionen von Sascha Waltz haben mich tief berührt. Das hier ist das Ornament, das ist Show, das ist das große Wunschkonzert von Tschaikowski 1892 in Petersburg aufgeführt nach einem Märchen von E.T. Hoffmann, Nussknacker und Mäuseprinz, da hat der Petipa ein Libretto draus gemacht und ein gewisser Herr Ivanov hat das choreografiert und seitdem ist das sozusagen das Muster für alle klassischen Ballette. Herr Duato hat jetzt alles neu gemacht, er wollte das zeitgenössischer machen, also näher an die Gegenwart ranbringen. Da frage ich mich, was man bei dem Ballett in die Gegenwart ranbringt. Es ist ein Märchen, ein Kind kriegt zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt und träumt sich dann den Nussknacker als Märchenprinzen. Das ist die Handlung, Peng. Also da muss man ja nur nicht viel in die Gegenwart holen. Was soll, da muss man nicht Internet hereinspielen oder hat er auch nicht gemacht. Er hat auch nicht den Nussknacker in Jeans gesteckt, sondern es bleibt eigentlich alles mehr oder minder, wie man das kennt, wie man das auch erwartet. Sonst gibt es ja noch mehr Buß und die Auslastungszahlen des Staatsballetts gehen ganz in den Keller. Das will man ja auch nicht und zu Weihnachten schon gar nicht. Und deshalb hat er das verlegt in die Zeit steht so im Programm, man sieht es am Jugendstilornamentik im Bühnenbild beziehungsweise an den Kostümen, weil nämlich der schöne lange Abendkleider, Wallekleider kommen können in Seide, die sich gut machen. Das hat also den Kostümbildner Jerome Kaplan, der da mächtig in die Schneiderwerkstatt greift, inspiriert. Ansonsten muss ich sagen, da wird mir noch was erzählt, die Ausschnitte haben wir jetzt auch gerade gesehen, dass das Mäuseballett gewisse Aggression, also da kommt da womöglich noch ganz im Ferne der Erste Weltkrieg aufschimmern soll. Das wird jetzt nicht gemacht, aber das hat er sich vielleicht angeblich gedacht. Das ist natürlich alles Quatsch. Die Choreografie des Originals, soweit ich das mir zusammenreime, ist einfach ein bisschen entschlackt, entzuckert, gekürzt. Das ganze Ding geht schneller zu Ende. Diese 1000 von den 1000 Pioretten sind vielleicht 200 gestrichen, sagen wir mal so sinnbildlich. Und das ist die Erneuerung des Werks. Denn Herr Duato hat nichts übernommen von der Klar, hat es völlig neu choreografiert. Und das hatte vor 2 Jahren in Petersburg Premiere, vor einem Jahr in Mailand und jetzt endlich auch in der großen Stadt, wo er der Chef ist. Muss man ja sagen, dass in der letzten Saison von Malakoff es gerade einen neuen Nussknacker gab. Und der Nussknacker ist sensationell besprochen worden und ist natürlich ein sehr klassischer Ballett-Nussknacker gewesen. Ich muss sagen, der hat mir deutlich besser gefallen, weil er einfach auch auf einem deutlich technisch besseren Niveau war. Und dieses
Halb-Chichi, was hier so ein bisschen durchkommt, mit Pseudomodernisierung für mich nicht schlüssig ist. Und das finde ich auch unter dem Aspekt Geld. Ich verstehe nicht, warum man so ein Stück jetzt dann hierher bringt, den anderen Nussknacker einmottet, obwohl der mega erfolgreich war. Das ist das Problem im Grunde. Was heißt schlüssig oder nicht schlüssig? Das kann man auch nicht viel schlüssiger machen. Aber doch, technisch kann man technisch, das ist das Problem. Also um mal auf die Kollegen vom Friedrichstadtpalast zu kommen, die dort Revue machen und die auch ein trainiertes Ballett haben. Also da hat das ist ja der Knaller des klassischen Ballettes, dass das auf einen Millimeter genau Bein rauf, Bein runter, Bein rüber, Bein rund. Nee, das klappt wie die Maschine. Das begeistert ja die Leute so. Also mir ist es ein bisschen wurscht, ob sie da ganz, es ist jetzt bösartig, aber mir ist es nicht so wichtig. Aber das klassische Ballett lebt davon, dass das alles perfekt ist. Deshalb trainieren die jeden Tag, jeden Vormittag ab um 10, 3 Stunden. Jeden Tag machen sich fertig die Jungs. Das ist Hochleistungssport. Ja. Und dann sieht man auf der Bühne allerdings ein bisschen rumgehampelt. Das klappt nicht so dolle. Ja, Schluss aus, lassen wir das. Ist für die Familie prima Abend. Man kann in der Pause schön Sekt schlürfen und Bonbons essen. Die neue Crew kommt, dauert es bis 2019. Und man muss ich habe ja noch gar nichts gesagt. Oh. Würde ich jetzt gar nicht mehr gefragt. Doch, was sagen Sie denn zu den Tänzern? Ich war weder in der zweiten Vorstellung noch bei der Premiere. Ich war nämlich bei der Generalprobe, weil ich sonst überhaupt keine Zeit hatte. Also ich wurde da reingelassen, freundlicherweise. Und ich fand es so okay, also ich bin jetzt kein klassischer Ballettexperte. Was mir so ein bisschen fehlt, was ich halt im Ballett immer mag, ist Zauberei. Also da lasse ich mich gerne so fallen und das fehlte mir hier. Mir fehlte sozusagen auch dieses, das ist nicht gar nicht böse gemeint, das Niedliche, ja, das Verbindende, dass man irgendwie, dass es so einen schönen roten Faden gibt, auf den man sich immer wieder freut. Das war so sehr in Nummern gesetzt, hatte ich das Gefühl, und das wurde so abgespult. Und irgendwie dieses Zauber, dieses Magische, auch im Zusammenwirken mit der Tschaikowski-Musik, das hat mir da irgendwie gefehlt. Und das dann irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts anzusiedeln, das kann man natürlich machen, aber es wird ja dann zu Weihnachten gezeigt. Und wenn man dann so einen gestylten Weihnachtsbaum hat und da so ein paar so Art Deco drapierte Geschenke, so, ich weiß nicht, also das, und auch sehr tief hinten in der Bühne, also mich hat es nicht bezaubert. Ich fand es so solides Ballett. Aber ich meine, ich frage mich natürlich sowieso, was ich dann gelesen habe, warum dieser Duarte sich dann vors Publikum stellt und dem Bürgermeister dankt für sein Erscheinen. Und ich finde das alles ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Es ist also furchtbar. Und vielleicht sollten wir da noch mal eine Extrasendung machen, weil das einfach... Eine Extrasendung, was furchtbar ist? Nein, einfach zu der Frage, wie wird es weitergehen mit Tanz und Ballett in Berlin? Weil also ich sehe das ja schon Petition, ja, also ja, gegen die neue Intendanz. Und ich sehe das einfach auch bei mir. Wir können in der Freien Volksbühne kaum mehr Karten mehr verkaufen für die Nussknacker und erst recht nicht für die anderen Produktionen des Staatsballetts. Und wir haben beispielsweise jetzt schon Neumeyers Ballett in Hamburg ins Programm genommen, weil die Leute buchen das und fahren nach Hamburg. Ja. Und das, finde ich, kann ja nicht so stehen bleiben. Also wir müssen da was tun. Und das ist, finde ich, eine extrem... auch kulturpolitisch wichtige Aufgabe, sich dem Ganzen zu stellen. Das Problem ist halt auch wirklich die fehlende Exklusivität. Also Duarte hat gefühlt noch kein einziges Stück gemacht, was nicht schon mal irgendwie vor 10 Jahren irgendwo anders lief. Genau. So. Da fühlt man sich halt auch als Hauptstadt nicht so ganz ernst genommen. Irgendwie. Ja. Wir wollen halt schon ab und zu auch mal was sehen, was noch ganz fresh ist. Gut, im November... Da braucht man nicht mal antanzen, wenn man so will, als Chef. Er hat nämlich zwei hervorragende, steht auch im Programmheft, Einstudierer. Die studieren in aller Welt. Also das wäre toll was für sie. Sie machen eine Regie und dann haben sie eine Truppe von Assistenten und die fahren nach New York, nach Bologna. Da träume ich immer von, habe ich noch nie und gefunden. Und studieren die Dinger dort ein. Genau. Ist doch fantastisch. Ich habe noch nie so einen Assistenten gefunden. Sie haben ja aber auch Erfahrung mit Frau Weitz. Genau. Wollen Sie dazu was gleich, sagen? Gleich. Also wir schließen den Punkt erstmal ab. Am 11.11. nur ein einziger Abend im November und dann aber diverse Dezemberabende können Sie Nussknacker im Advent in der Deutschen Oper als Projekt des Staatsballetts Berlin. Das Familienprojekt. Ja. So, jetzt endlich noch mal in medias res und zu unserem Gast. Und ich habe ein Zitat gefunden, Herr Ostermeier, nicht von Ihnen, sondern von einem Journalisten, der schreibt: Ostermeier, ein Mann, der dem Publikum aus dem Herzen spricht. Was?
Ja, ich habe gedacht, das denn wann ist das geschrieben? Habe ich gelesen. Ist das für Sie ein Kompliment oder ein Angriff? Wer hat das wann gesagt? Ich habe es gelesen. Ich habe es jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich habe es so abgeschrieben, weil ich es dachte, damit muss ich anfangen, um ihm zu sagen, was bedeutet das für einen künstlerischen Leiter eines Hauses mit so hoher Auslastung? Ist das sozusagen jetzt die Bösartigkeit, die da drin steckt, oder ist das ein Kompliment? Ohne Bösartigkeit kann ich daran nicht lesen. Dann wären die Zeiten schon sehr verkommen, wenn man das Publikum nicht mehr so schätzen würde. Aber mir wird ein bisschen zu viel von Auslastung gesprochen, weil das ist ja schon eine Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren, auch in der Politik. Früher gab es das ja nicht, dass man diesen berühmten Quotienten macht und sagt, so und so viele Zuwendungen kriegt ihr. So und so viele Zuschauer habt ihr in absoluten Zahlen und dann machen wir mal eine Teilungsrechnung und kriegen dann raus, wie viel jeder Platz am Abend von subventioniert wird. Und das ist, da kommt der, muss jetzt leider sagen, auch wenn es in letzter Zeit so oft gesagt wird, aber neoliberale Geist seit 20 Jahren im Theater an. Und es geht ja in diesen Orten eher darum, dass man mal ein bisschen ab von ökonomischen Zwängen nachdenkt über die Gesellschaft und dass sich diese Gesellschaft das leistet. Und das ist ein Luxus. Und ich finde, man sollte deswegen nicht zu viel über Auslastung reden, weil ganz oft ist es auch so, dass Dinge nicht ausgelastet sind, weil das Publikum noch nicht so weit ist. Mhm. Und es gibt ganz tolle Theatermacher. Ich kann mich sehr genau erinnern an die Anfang der 90er Jahre, an verschiedene Abenden, einen habe ich noch genau vor Augen, der Eindringling und die Blinden, Marterling, Karl Valentin, verquickt von Christoph Marthaler. Da saß ich nach der Pause mit 60 Leuten im Parkett der Volksbühne, fand es genial, habe es geliebt und später haben es auch andere, beinahe hätte ich gesagt, begriffen, was für ein großartiger Theatermacher Marthaler ist. Also da wäre ich sehr vorsichtig, dass nur darüber zu beurteilen, wie es besucht ist. Und der Kollege, da bin ich eben auch, der da gerade eben gesprochen hat oder den Sie zitieren, da interessieren mich die Kontexte. Also warum hat das gesagt? In welchem Kontext hat das gesagt? Wer ist es? Und wann hat das gesagt? Also jetzt, ja, ist es, ist nicht, ach ja, ist ja verrückt. Ja, toll, also ja, freut mich. Hört sich eher an wie ein Zitat aus meiner Anfangszeit. Ist doch keine Schande, dass das Theater ans Herz geht. Ich meine, schon das gar soll, nicht fürs Publikum. Das sollte auch an den dafür. Kopf gehen, aber zuerst vielleicht oder auch an den Bauch. Nein, also ne? Sie sind seit 16 Jahren jetzt, 16? 17. 17, 17 Jahren und noch so jung. Wir reden jetzt danke. Nicht um, ja, künstlerischer Leiter desselben Hauses. Ja. Und eigentlich, und ich will jetzt gar keinen Vergleich machen, anders als bei der Volksbühne, hat man immer das Gefühl, es wird immer besser. Ja, es wird immer besser. Dankeschön. Ja, so sehe ich das. Vielleicht sehen die Herren das anders. Aber ich finde, das, was Sie auf die Bühne bringen, Sie selber als Regisseur, aber auch, welche Leute Sie holen, welche Leute auch weggehen, obwohl sie zu Ihnen zuerst gekommen sind. Wir haben ja schon öfter über Jalonen und so gesprochen. Mhm. Schön, dass das jemand bemerkt. Wir haben das sofort bemerkt und wer die Leute eigentlich gesucht, gefunden, ans Haus und groß gemacht hat. Also, ja, wir haben mit dem Publikum und Ihnen zusammen gelernt. Wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben die große Chance bekommen, diese Erfahrungen zu machen. Ich war sage und schreibe 30 Jahre alt, als ich diesen Posten angetreten habe und habe auch viele Sachen falsch gemacht und habe aber, glaube ich, mich stetig daran orientiert, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu gucken, was haben wir denn falsch gemacht, wie können wir es besser machen. Und ich glaube, eine ganz wichtige und einschneidende Entscheidung war, nach dem Weggang von Luc Perceval zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht mehr drei feste Hausregisseure, das war Falk Richter, Luc Perceval und ich. Jeder hat zwei Arbeiten pro Saison gemacht, das waren dann schon sechs. Mhm. Zu der Zeit war Tanz noch dabei, da gab es eine siebte Arbeit. Und dafür haben wir dann jemanden geholt. Und jetzt haben wir uns, oder nach dem Weggang von Perceval, habe ich mir gesagt, ich hole jetzt nur die Leute, die mich
interessieren, die ich ganz großartig finde. Und je besser, desto besser. Also wirklich die besten Regisseure europaweit. Und konfrontiere sie mit dem Ensemble und das Ensemble mit sehr unterschiedlichen Handschriften. Und das Theater ist eben seit der Zeit sehr viel breiter aufgestellt. Mhm. Also es gibt Michael Thalheimer, es gibt Katie Mitchell, es gibt Romeo Castellucci, nach wie vor Falk Richter. Mhm. Meine Arbeiten und letztes Jahr zum ersten Mal und hoffentlich so schnell wie möglich wieder Simon McBurney, der von mir wirklich sehr bewunderte englische Theatermacher. Und dadurch hat man ein sehr, sehr großes Spektrum. Und wir haben in der Tat im Moment ein Luxusproblem, dass wir zu viele Produktionen haben, die Publikum haben. Mhm. Und das bringt mich dann wieder in die schöne Situation, wenn Simon arbeitet, der sehr frei und sehr experimentell arbeitet, sehr viel mit dem Ensemble selber entwickelt und dann kurz vor der Premiere sagt, ich schaff's nicht, dann kann ich zu ihm sagen, du, mach zwei Wochen länger und wir können im Moment alles erlauben. Ich weiß gar nicht, ob man das öffentlich sagen darf. Doch. Außer noch einen Erfolg, weil dann haben wir ein Problem, weil wir es nicht spielen können. Und dann ist natürlich das Ensemble da. Jetzt haben wir Ungeduld des Herzens, die Produktion, die wir gerade besprochen und die ich gerade erwähnt habe, zweimal gespielt im Herbst. Das nächste Mal kommt sie erst wieder im Februar, weil so viel. Also man müsste eigentlich jetzt im Moment aufhören zu produzieren. Ihre Arbeit ist ja, Sie können auch was sagen. Die warten, die sind schon in den Startlöchern. Ja. Gleich hier wird geschossen, scharf. Ja. Gut. Na, ich muss einfach was, weil ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Weil, wie gesagt, wir kennen uns nicht persönlich und haben nie solche Gespräche geführt. Also Ihr Werdegang am Haus ist ja mit der Karriere von heute so extrem exponierten Schauspielern so verknüpft und verbunden. Mhm. Also natürlich steht eigentlich extrem exemplarisch Lars Eidinger dafür, aber auch andere, die sie dann aus einer anderen Rolle, aber wieder auch mit einer anderen Zuschreibung weiterentwickelt haben. Wie, die stehen da und wie geht das zusammen in Ihrer Arbeit? Also weil Sie auch vorhin so angedeutet haben, Ensemblearbeit. Ensemblearbeit machen andere Häuser auch, aber bei Ihnen hat man das Gefühl, dass vielleicht auch, weil das Ensemble kleiner ist. Wie viele haben Sie, wie viele Ensemble-Leute? Na, 28. Ja gut, das Deutsche Theater hat über 40, ja? Ja. Und ich denke schon, hat man eine Zeit lang 22. Man identifiziert sich extrem mit diesem, also auch als Besucherin, als Zuschauer mit diesen Schauspielern, die, finde ich, ganz großartig sich entwickelt haben. Unbekanntere und bekanntere. Also. Ja, ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich eine große Leidenschaft habe. Und das ist Schauspielerarbeit oder Schauspielermethodik. Oder Methodik von Schauspielkunst. Ich habe das wirklich, seitdem ich das studiert habe auf der Ernst Busch und selber auch gespielt habe, zu meinem Steckenpferd gemacht und habe einfach geguckt, was gab es im 20. Jahrhundert an Theatererneuerern und habe es aber auch wirklich studiert, also mit einem russischen Schauspiellehrer über Jahre zusammengearbeitet, Gennadij Bogdanow. Ich bin zu Kirill Serebrennikov, weil der vorher erwähnt wurde, der ist am MCHAT in Moskau Lehrer, also am Moskauer Künstlertheater, das Theater von Stanislavski. Und habe dort unterrichtet und mich auch wieder inspirieren lassen, wie die dort arbeiten, wie die russischen Schauspieler arbeiten, was für mich sehr nachhaltig und inspirierend war. Ich habe immer den Kontakt zu großen Schauspielern gesucht. Gerd Voss war eine große, für mich auch ganz, ganz große persönliche Tragödie natürlich, dass er so unerwartet und schnell dann doch gestorben ist. Und vor allen Dingen auch, weil wir noch viele Projekte vorhatten. Dasselbe Uli Mühe. Mit Zerbombt haben wir angefangen. Die nächste Arbeit sollte der Volksfeind sein, den ich dann mit einem anderen Schauspieler gemacht habe. Ich habe eine ganz, ganz große Leidenschaft für Schauspieler und auch für Schauspieler, von denen ich noch was lernen kann. Also wo bestimmt Gerd Voss einer der wichtigsten war, von denen ich was gelernt habe, wie er seine Partner ins Spiel zwingt, wie er verrückt ist, auch beim Spielen. Also manche haben es ihm dann auch ausgelegt als eine gewisse Form von Eitelkeit, aber ich habe das nicht so, in keinem Moment so erlebt. Er war bei uns auf den Proben
in Reinickendorf in unserer Probebühne und hat dann nach dem Proben gesagt, Mensch Thomas, ich fühle mich wie früher, als wir angefangen haben, Theater zu machen. Es ist hier so frei und ihr seid so eine verrückte Truppe und ihr probiert alles aus und spinnt auch auf der Probe. Und diese Freiheit beim Spielen und beim Erfinden auf der Probe habe ich mir auch von Voss abgeguckt und dann wieder ins Ensemble reingetragen und habe Schauspieler wie Stefan Stern mit Gerd Voss zusammengebracht, Lars Eidinger und Voss zusammen spielen zu lassen, war für mich, ich rede zu viel. Ne? Nein, ist halt schon. Lars Eidinger. Naja, Lars Eidinger und Voss, das war für mich was ganz Wichtiges. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte, Lars, dass du unbedingt mit diesem Schauspieler zusammenkommst und siehst, wie der arbeitet. Ich hatte vorher mit ihm am Burgtheater gearbeitet. Und das war für mich eine irrwitzige Zeit. Mhm. Und das ist mein Metier. Und wenn ich so im Ausland unterwegs bin und gefragt werde oder das nennt sich dann immer groß Masterclass, ich würde es eher einen Workshop oder sowas nennen, wenn man gefragt wird, Mensch, Regisseur, was ist das und so. Ich bin wirklich ein Schauspielregisseur. Ich bin kein Konzeptregisseur, das vermissen ja auch viele. Ich arbeite nicht, ich zitiere auf der Probe immer gerne Helene Weigel, die der Karge, auch ein anderer Lehrer von mir, immer zitiert hat. Auf der Probe hat sie immer gesagt, zum Schauspieler, wenn er so, ich habe eine Idee. Und dann war das geflügelte Wort bei ihr, wenn du eine Idee hast, vergiss sie. Okay, ja. Also eher über eine Situation und aus dem Leben herauszuarbeiten und nicht so sehr, kommt schließlich auch der Kreis zu Goethe und Schiller, wo ich vorher gefragt wurde, warum ich das nicht mache, weil das eben von Ideen und Idealen getragene Literatur ist und mich interessiert dieses für mich völlig rätselhafte Dasein. Und das Rätselhafte, wie die Menschen miteinander umgehen und wie das funktioniert. Ja, und das ist schon das Schlusswort. Und das Gottes ist ganz Willen. Schrecklich. Aber die wollten doch noch hier ganz viel Kinder sagen. Ja, sie können jetzt nicht mehr. Redet ihr über mich auch so schlecht wie über die Kollegen? Nein, ganz gut. Und wir sind auch von mir vielleicht soll man wirklich noch mal sagen. Ich merke manchmal über Frau Mitchell. Die gefällt mir nicht so doll. Aber ansonsten, das ist doch... Ihr seid schon hart drauf. Ihr setzt euch hier ins Fernsehen und macht die Leute. Das schaut ja auch keiner. Das ist ja das Gute, das guckt ja auch keiner. Das tut den Menschen Nein, wir lieben die Schaubühne. Es ist eigentlich und ich wundere mich immer, warum die im Ausland alle von der Schaubühne reden. Hier in Berlin wird immer rumgemosert und gemeckert. So, im deutschen Land. Stopp, Ende. Wir kommen zur Tipprunde, Herr Ostermeier. Oh Gott, ich muss anfangen. Ich muss hier das hier rausholen, weil ich muss mir die Daten... Dann Herr Wengirek. Ich habe es schon gefunden. Also, eine von mir sehr bewunderte Künstlerin, Sophie Kall aus Frankreich, hat eine kleine Ausstellung in der Galerie Arndt bis zum 18.11. in der Fasanenstraße und eine Band, die ich unbedingt empfehlen will, Sleaford Mods im Huxleys Neue Welt am 24. November. Sleaford Mods, da könnte ich jetzt noch lange drüber reden. Post-Punk-Band, zwei Leute. Er selber, der Sänger, hat es irgendwann in den... vor 10, 15 Jahren in eine normale Arbeitslosenkarriere geschafft und hat sich dann irgendwann gedacht, er bringt die Wut wieder zum Ausdruck und redet viel von der Arbeiterklasse in Mittelengland und davon, was in diesen verheerten Landstrichen los ist. Und das hat eine tolle Energie. Ich könnte noch was zum Hören, Klassik hören, am 29.11. im Kleinplüschischen Theater im Palais, Balladen, deutsche Balladen, mal zum Hören. Und noch eine Ausstellung, Carola Neher in Fasanen, Literaturhaus am Fasanenstraße, wunderbar, diese große Theaterfrau, die dann so elend im russischen Gulag zu Tode kam. Herr Lücker. Ja, ich empfehle wieder was Eigenes, damit da jemand kommt. Eine ganz experimentelle Sache. Hatte ich schon letztes Mal im Zeiss Großplanetarium, mache ich jetzt eine Reihe, die heißt Himmlische Partituren. Wir versuchen, klassische Musik und Astronomie miteinander zu verbinden in der größten Projektionskuppel Europas. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Das ist ein Experiment. Also, aber vielleicht sollten Sie kommen und sich das anschauen. Am 17. November. Um 20 Uhr im Zeiss Großplanetarium. Live-Musik, die klassische Musik? Es gibt Live-Musik und es gibt Rundpartituren, die auch sich zu der Musik bewegen. Und das, was man sieht, ist der echte Nachthimmel. Den Tipp, gibt es dazu auch, ja. Mein Tipp
Ferdinand von Schirachs Terror im Deutschen Theater. Gehen Sie hin, stimmen Sie ab, wer ist schuld oder nicht schuld. Das war im Fernsehen, das war aber, ist auf der Bühne, denke ich, absolut ansehbar. Und im November und Dezember, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder am 5. Dezember. Zur herzlichen Dank an unsere Mitwirkenden und Ihnen allen. Kommen Sie gut durch den November und bis zur nächsten Sendung. Tschüss.